Nee, nee, für Blumen. Ach, für Blumen. Und da hattest du dein Thema, Iran natürlich und okay. Also, zwei Aufträge sind Iran und Israel. Das bin ich mit Aal. Die Sanktionen da vorgesehen sind, wenn ja welche. Aber achso, wir haben nur eine Frage. Ja, wir wollen jetzt mal eine halbe Stunde noch zum Beispiel nach. Okay, gut, dann. Dann gibt es noch eine Frage. Ja, stimmt. Scheiße. Dann ist das schon wichtig. Genau, und das ist, jetzt steht man einfach in die Mikrofone rein. Und dann ist aus. Wollen Sie das Thema sagen, oder? Ja, also wir hätten eigentlich drei Fragen gestellt. Ich frage, ob wir drei Fragen stellen können. Dann sagen wir natürlich Iran heute, dann Israel, das Original. Ja. Und dann korrigiert eine Frage zu Russland. Ging mir das? Bitte? C'est le home office. Le home office fait des merveilles. Et une cabine. Ça fait trois mois que je pense que je suis en télétravail. Je suis sur la terrasse. J'ai amorcé mon retour. Le problème, c'est que je viens maintenant deux jours par semaine. Et les gens, c'est les gens, ça rebond à peu près un, deux, trois jours par semaine. Ça y est, ça va petit à petit, ça revient. Oui, il est bien sauvé deux jours. Ah oui. Sauf les gens du vulnérable.
Geht gleich los, die Minister sind jetzt. Also, wir können das so machen: Wir sind dann gerade, dass jeder eine Frage stellt, dass wir dann mit den so unsere drei Themen abgedeckt sind. Wie das? Ich habe zwei Fragen, eins bis eins gesagt, aber wenn es bei den drei Themen bleibt, ist das genau in Ordnung. Ja, okay. Und das wäre dann, sorry, dass ich den Namen weitergeben kann. Ja. Hier haben wir hier. Mais c'est ça en gros. Ja, willst du das?
Okay. Sind wir soweit? Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Jean-Yves, noch einmal herzlich willkommen hier am Teglersee in Berlin. Das ist nicht das erste Mal, dass du hier bist, und ich hoffe, dass das auch nicht das letzte Mal sein wird, dass du hier bist, denn wir haben viele gemeinsame Pläne. Und ich bin außerordentlich froh darüber, dass wir gerade in den letzten Wochen nicht nur wöchentlich miteinander telefoniert haben und das auch fortsetzen werden, also in einen sehr engen Draht hatten in der Zeit des Lockdowns und der Pandemie und der Bekämpfung aller Konsequenzen. Aber es ist ein persönliches Treffen, ist doch noch einmal etwas anderes und ermöglicht auch über viele Punkte, die uns beide beschäftigen, noch einmal intensiver zu reden, als das mit den digitalen Formaten der Fall ist. Und deshalb hoffe ich, dass wir Stück für Stück auch wieder dazu zurückkommen, unsere Treffen auch auf die Art und Weise zu gestalten. Ich habe dir die Schwerpunkte unserer Ratspräsidentschaft noch einmal vorgestellt, die in wenigen Tagen beginnt. Es richten sich in Europa immer viele Blicke auf das deutsch-französische Tandem. Aber in den nächsten 3 Jahren wird es noch mehr auf unsere Zusammenarbeit ankommen, denn auch Frankreich wird im Jahr 2022 den Vorsitz im Rat übernehmen. Und wir wollen unsere Zusammenarbeit nachhaltig, das heißt langfristig organisieren. Und deshalb ist es gut, auch bei den Ratspräsidentschaftsprogrammen sich eng abzustimmen. Unsere dringlichste gemeinsame Aufgabe wird es sein, einen kraftvollen wirtschaftlichen und sozialen Neustart in Europa zu schaffen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem deutsch-französischen Vorschlag nicht nur einen Impuls geliefert haben, sondern auch die Basis, auf der ein Kompromiss gefunden werden kann. Und ich glaube, dass es ganz wichtig gewesen ist, dass Frankreich und Deutschland diesen Vorschlag gemacht haben, weil er gezeigt hat, dass, wenn Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten, es einfacher wird, auch andere zu überzeugen. Und daran werden wir uns jetzt machen. Aber nicht nur in Europa warten große Aufgaben auf uns. Im Juli steht unser 2. Monatsvorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an, also gleich nach Frankreich, so wie im letzten Jahr bereits. Auch dort gibt es eine deutsch-französische Klammer mit Schwerpunkten, die wir im Vorfeld sehr intensiv miteinander diskutiert haben. Wir wissen beide, es sind keine einfachen Zeiten im Sicherheitsrat. Und es wird auch absehbar schwierig bleiben. Und deshalb ist es umso wichtiger, hier einen Partner wie Frankreich an der Seite zu haben, mit dem es uns besser gelingen wird, die gemeinsamen Anliegen auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen voranzubringen. Unser oberstes Ziel ist und bleibt, den Multilateralismus auch in schweren Zeiten zu verteidigen und die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken. Wir wollen die Themen Klima und Sicherheit, unseren Einsatz für Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht und nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Gesundheit und Sicherheit in den Fokus rücken. Wir haben heute natürlich auch über Libyen gesprochen. Es ist gut, dass sich beide Seiten nun zu direkten Verhandlungen im Rahmen der 5+5 Gespräche bereit erklärt haben. Jetzt müssen den Worten aber auch endlich Taten folgen. Und dafür müssen die Einmischungen und das Aufrüsten aus dem Ausland schnellstmöglich ein Ende haben. Statt der militärischen Logik brauchen wir endlich eine politische Logik. Und wir sind uns ebenso einig, dass uns die Mission Irini ein wichtiges Anliegen ist, um die Einhaltung des Waffenembargos wirksam zu kontrollieren. Wir haben uns auch über mögliche Beiträge ausgetauscht, um den Nahost-Friedensprozess wieder zu beleben. Die israelischen Annexionspläne erfüllen uns beide mit Blick auf die Stabilität und die Sicherheit, nicht nur in Israel, sondern mit Blick auf die ganze Region mit großer Sorge. Und wir sind dazu sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch mit den Nachbarländern wie Jordanien oder Ägypten in einem intensiven Gespräch. Und wir haben auch verabredet, in Kürze in diesem Format erneut miteinander zu sprechen. Und unser Ziel ist nach wie vor, dass es gar nicht erst zu einer völkerrechtswidrigen Annexion kommt. Lieber Jean-Yves, es ist gut zu wissen, dass bei so vielen wichtigen Themen wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich freue mich sehr, dass wir unseren Austausch gleich gemeinsam mit Dominic Raab in einem Treffen im E3-Format fortsetzen werden, bei dem es unter anderem natürlich auch um die schwierige Situation im Iran und mit dem
Iran geht. Noch einmal vielen Dank für deinen Besuch hier in Berlin, aber noch viel größeren Dank für diese großartige Zusammenarbeit mit dir. C'est bien là? Oui. Merci Eiko, je suis vraiment très très heureux de reprendre le cours de nos conversations. Grenzen so abgestimmt erfolgen wie möglich, dass die Bevölkerung geschützt wird und dass wir dennoch so weit wie möglich die Reisefreiheit aufrechterhalten können in diesen grenzüberschreitenden Lebensräumen. Nach Aufhebung der Reisebeschränkungen an unseren gemeinsamen Grenzen am 15. Juni arbeiten wir nun an der schrittweisen Aufhebung der Grenzkontrollen an den Außengrenzen des Schengen-Raums und der EU ab dem 1. Juli, wie die Kommission das vorschlägt und wie wir das auch beide vorgeschlagen haben, natürlich immer abhängig vom Infektionsgeschehen. Meine Reise nach Berlin kommt darüber hinaus nur kurz vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Das deutsch-französische Tandem behält nach wie vor diese Motorwirkung bei und die Fähigkeit, sich zu erneuern, sich neu zu erfinden und das immer im Dienste Europas. Die kleine Revolution, die die Initiative von französischem Präsidenten und Bundeskanzler vom 18. Mai ist das lebendige Beispiel dafür. Ich habe Heiko der vollen Unterstützung Frankreichs für die Präsidentschaft versichert, denn wir haben das gleiche Ziel. Das Ziel, dass Europa die aktuelle Krise überwindet, damit wir geeinter, stärker, grüner, souveräner und unabhängiger aus der Krise hervorgehen und das unter Achtung unserer grundlegenden Werte. Wir arbeiten also eng zwischen unseren beiden Ländern zusammen und das bei den Prioritäten, die Deutschland im Rahmen des nächsten Halbjahres vorstellen. Recovery Plan und zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen auf den Weg bringen, sowie auch zur Konferenz für die Zukunft Europas. Das ist entscheidend, denn es soll es den Bürgern ermöglichen, auch ihre Meinung zum Europa der Zukunft zum Ausdruck zu bringen. Die Krisen in mehreren Regionen der Welt haben natürlich nicht nachgelassen, während wir mit der Corona-Krise befasst waren. Das heißt, wir müssen unsere Anstrengungen auch hier eng abstimmen und dort uns, wo Deutschland und Frankreich die europäischen Interessen bedroht oder gefährdet sind. In Libyen können wir natürlich nicht zulassen, dass dieser Konflikt sich hin zu einem Konflikt entwickelt wie der in Syrien, dass dort Akteure von außen eingreifen und dass wiederholt das Waffenembargo verletzt wird. Wir wissen, aktuell gibt es eine Priorität in Libyen. Wir wollen einen Waffenstillstand so schnell wie möglich erreichen und ein Waffenruhe im Rahmen der 5+5 weiterverhandeln, wie es auch im Berliner Prozess verabschiedet worden ist. In der Sahelregion arbeiten Deutschland und Frankreich eng zusammen, damit die Koalition für den Sahel operationell einsatzfähig ist. Das erste gemeinsame Treffen hat am 12. Juni stattgefunden. An dem haben wir beide teilgenommen und aktiv beigetragen. Im Nahen Osten mit einer neuen Regierung in Israel. Heiko Maas ist vor einigen Tagen dorthin gereist. Wir wissen, dass der Friedensprozess beibehalten werden muss und arbeiten eng zusammen mit unseren Partnern in Europa, um Annexionen zu verhindern. Wir haben auch unsere enge Zusammenarbeit im Thema Iran fortgesetzt. Da werden wir noch mit unserem britischen Kollegen in wenigen Minuten ein Treffen zu diesem Thema abhalten. Wir haben auch lange über die Beziehungen mit der Türkei gesprochen, angesichts der Spannungen, die in den vergangenen Tagen im Mittelmeer
im östlichen Mittelmeer, aber auch vor der Küste Libyens entstanden sind. Und natürlich über die Beziehungen mit China und den Beziehungen zwischen EU und China, um auch das vorzubereiten, was vor uns liegt, so der EU-China-Gipfel, der noch vor Ende des Jahres stattfindet. Schließlich haben wir daran gearbeitet, unsere Zusammenarbeit bei den Vereinten Nationen zu stärken. Du hast nochmal erinnert, im Juli wird Deutschland den Vorsitz im Sicherheitsrat innehaben, nachdem Frankreich den Vorsitz aktuell im Sicherheitsrat innehat. Es geht uns um die Stärkung des multilateralen Systems, gerade auch durch die Allianz für den Multilateralismus, die wir gemeinsam im März 2019 auf den Weg gebracht haben. Und das nächste Treffen wird am 26. dieser Krisenzeit, eine Zeit einer Gesundheitskrise und auch einer Wirtschaftskrise. Eine Frage vom Figaro, eine Frage an beide Minister. Wenn Israel trotz der Warnungen vor den Möglichkeiten das Westland ja teilweise annektiert, arbeiten Sie dann mit der Hypothese, dass gemeinsame europäische Sanktionen gegen Israel verhängt werden? Wir arbeiten jetzt vor allen Dingen daran, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass es zu diesen Annexionen nicht kommt, weil wir der Auffassung sind, dass sie gegen internationales Recht verstoßen. Das ist der Inhalt meines Besuches vor einigen Tagen in Israel gewesen. Darüber habe ich mit allen Beteiligten gesprochen, auch mit dem palästinensischen Premierminister, aber auch mit Nachbarn wie Jordanien. Es finden zurzeit viele Gespräche statt und wir werden in den nächsten Tagen alles daran setzen, zu versuchen, die unterschiedlichen Seiten ins Gespräch miteinander zu bringen. Das ist nicht einfach. Die Situation ist nun einmal so, wie sie ist. Aber deshalb werden wir unsere Kraft zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch in den kommenden Tagen und Wochen ganz darauf konzentrieren, allen Beteiligten noch einmal die Probleme möglicher Annexionen deutlich zu machen und nicht über entsprechende Folgen zu sprechen, sondern die Chance und das Zeitfenster, das es noch gibt, zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass bereits angekündigte Annexionen doch nicht stattfinden werden. Ich folge daher ganz der Logik und dem Plan Heikos. Die Annexion, wenn sie denn stattfände, würde mit Risiken einhergehen und würde auch das Prinzip des internationalen Völkerrechts in Frage stellen, nämlich die Inbesitznahme durch Gewalt eines Gebiets. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ja die einzige Lösung für die Israelis sowie auch für die Palästinenser, eine friedliche Koexistenz in der Zukunft zu ermöglichen. Und drittens, das würde natürlich auch die Instabilität im Mittleren und Nahen Osten verstärken. Und das ist natürlich wirklich nichts, was wir möchten. Das heißt, unsere gemeinsame Logik ist es, die israelischen Verantwortlichen da zu entmutigen, zur Tat zu schreiten. Und das tun wir natürlich auch auf Ebene der EU. Das heißt, mit allen, die in diese Richtung arbeiten könnten. Wir möchten, dass es eine entsprechende Bewusstseinswandel gibt und dass dort eben auch das Verantwortungsbewusstsein sich durchsetzt. Patrick Daniel von Bloomberg. Eine Frage an Herrn Maas. Gestern kam die Anklage vom Generalbundesanwalt in Sachen Tiergartenmord, dass angeblich russische Stellen einen Auftragsmord auf deutschem Boden mitten in Berlin angeordnet haben. Und Sie haben gesagt, dass die Bundesregierung weitere Schritte vorbehält. Ist das nicht eher zurückhaltend zu diesem Zeitpunkt? Gibt es nicht schon Grund, weitere Maßnahmen zu ergreifen? Und vielleicht eine Frage an Biden. Können Sie ein koordiniertes EU-Vorgehen vorstellen in dieser Sache? Also ich habe mich dazu, wie Sie ja bereits gesagt haben, schon einmal geäußert. Es ist nach wie vor so, dass die Anklage des Generalbundesanwaltes
außerordentlich schwer wiegt. Und deshalb ist es unabdingbar, dass die Justizbehörden und die Gerichte den Fall umfassend aufklären und das Ganze auch einem entsprechenden Urteil zugeführt wird. Es ist allerdings nicht so, dass die Bundesregierung nicht ohnehin schon tätig geworden ist, denn wir haben bereits bei Aufnahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt reagiert. Und wir haben wegen der mangelnden Kooperation, die es schon damals von russischen Stellen gegeben hat, 2 Mitarbeiter der russischen Botschaft des Landes verwiesen. Und wir haben auch im Zusammenhang mit dem Cyberangriff auf den Bundestag, aber auch mit Blick auf den Tiergartenmord und dessen Hintergründe, die Listung russischer Personen und Entitäten im EU-Cyber-Sanktionsregime beantragt. Das werden wir auch weiter unmissverständlich vorantreiben. Wir hatten gestern den russischen Botschaftern zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt, um unsere Haltung noch einmal unmissverständlich darzulegen. Und wir behalten uns weitere Maßnahmen vor, insbesondere mit Blick auf das Urteil, das irgendwann in dieser Sache gefällt wird. Yacine Forestier de l'AFP. Yacine Forestier von AFP. Eine Frage für Sie beide, sehr geehrter Herr Minister, zum Thema Iran. Heute und auf Initiative Ihrer beiden Länder hat die Internationale Atomenergiebehörde eine Entscheidung zum iranischen Atomprogramm verabschiedet. Also haben Sie keine Sorgen, dass diese Resolution dazu führt, dass erst recht das Nuklearabkommen mit dem Iran aufgekündigt wird, bei dem ja die Europäer eine wichtige Rolle gespielt haben? Und zweitens, wenn der Iran nicht das tut, was man von ihm fordert, das heißt, wenn er keinen Zugang zu den Aufbereitungsstätten gibt, sind Sie dann auch bereit, Sanktionen im Rahmen der VN gegen den Iran zu unterstützen? Gesprächen mit unserem Kollegen Dominic Raab nicht vorgreifen. Wir treffen uns ja heute mit ihm, um im E3-Format gemeinsam über das weitere Vorgehen gegenüber dem Iran und innerhalb des JCPOAs zu sprechen. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das Nuklearabkommen die beste Grundlage dafür ist, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommt. Und deshalb werden wir die Streitschlichtung zwischen dem Iran und uns als den E3 fortsetzen. Wir wissen, dass das nicht einfach werden wird. Wir erwarten auch, dass der Iran sich endlich konstruktiv verhält und jetzt auch endlich zügig deeskaliert. Und das wollen wir heute mit dem britischen Kollegen besprechen, um uns dort intensiv, so wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben, im E3-Kreis miteinander abzustimmen. Die Entscheidung, die heute Morgen getroffen wurde, das heißt die Resolution, die verabschiedet wurde und auf die Sie anspielen und die Unterstützung, die dem Generaldirektor und der Organisation als solche durch die Resolution zur Verfügung gestellt wurde, wurde ja auf unsere Initiative hin verabschiedet. Sie wurde initiiert, also zunächst einmal wurde sie mit einem großen Konsens verabschiedet, ich glaube 2/3 der Mitglieder des Rats haben das unterstützt. Und sie bekräftet noch einmal die Rolle bei der Kontrolle und Überprüfung. Das heißt, das ist eine Unterstützung, damit die Internationale Atomenergiebehörde auch ihre Rolle spielen kann und sicherstellen kann, dass der Iran diese Botschaft vernimmt und auch diese Kontrollrolle akzeptiert, die die internationale Gemeinschaft der Internationalen Atomenergiebehörde überträgt. Das ist ja das, was im Wiener Abkommen steht. Das ist eine Unterstützung, die ganz unabhängig von dem Diskussionsprozess zum JCPOA stattfindet. Heiko hat das ja bereits angesprochen. Es ist unser gemeinsames Engagement für die Einhaltung dieses Wiener Abkommens. Denn es gibt immer wieder Verletzungen, die vom Iran gegen das JCPOA begangen werden. Wir bedauern das, aber wir gehen dennoch davon aus, dass das JCPOA nach wie vor der Rahmen ist, um dazu zu kommen, dass der Iran nur zivil die Kernenergie nutzt
und nicht nach einer Nuklearwaffe streibt. Das ist entscheidend und es ist sehr wichtig, dass die E3 auch weiterhin gemeinsam sich abstimmen zu ihrer Einschätzung der Lage und der Art und Weise, wie man sicherstellen kann, dass der Iran wieder die Regeln dieses Abkommens einhält.